Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und willkommen zu dieser Sondershow, zu dieser Sonderausgabe, zu diesem großartigen Extra-Video, zu einem Interview, was sich noch durch Jahre und Jahrzehnte durchstrecken wird, denn heute feiern wir etwas Großes. Wir feiern das einjährige Jubiläum des Kanals. Couchtime, geführt von einem wunderbaren Menschen, einem so dermaßen gut aussehenden, netten und unfassbar tollen Kerl namens Jan Lukas. Und tatsächlich haben wir heute das Glück, dass wir ihn zu uns ins Studio bekommen haben, um ihn live zu interviewen, ein paar Fragen zu stellen, ein paar Einblicke zu bekommen in sein Privatleben, vielleicht auch die ein oder anderen Ausschnitte aus seinem Privatleben zu sehen. Und ja, deswegen möchte ich jetzt ihn auch nicht länger warten lassen und heiße ihn damit quasi herzlich willkommen hier im Studio bei mir. Hallöchen, Jan Lukas. Wie geht es dir heute? Ja, vielen Dank, dass ich hier, genau, hallo, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Natürlich ist mir eine Freude, auch, genau, einmal hallo an die Zuschauer, genau, danke. Ja, danke, also erstmal, natürlich freue ich mich auch über dieses Einjahres-Special und ich bin auch froh, dass ich hier sein darf und ich bin definitiv gespannt auf die Fragen, die auf mich zukommen und ja, also Sie können da gerne anfangen, wenn Sie sich dazu bereit fühlen, kein Problem. Vorab, bevor wir das ganze Interview hier so komisches Dings haben, wie möchtest du genannt werden? Jan Lukas, Couchtime, Herr Couchtime, was hättest du da, was präferierst du da? Ja, also ich würde da schon gerne beim Sie bleiben, also Herr Couchtime ist auf jeden Fall das Mindeste. Nee, ja, perfekt, wunderbar. Ja, fahren Sie fort. Nee, okay, das können wir natürlich so machen, das ist kein Problem. Genau, wunderbar. Genau, wir haben einige Fragen, einige Themen, die wir mit Ihnen besprechen wollen. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit ein paar Fragen an. Und zwar, Ihr Kanal ist ja sehr spezifisch oder sehr stark auf The Walking Dead basierend. Und da sind einige Fragen zugekommen. Und zwar, wie kam es dazu, dass du, beziehungsweise sie, The Walking Dead Fan geworden sind? Sehr, sehr gute Frage. Ja, wie es dazu kam, dass ich mit The Walking Dead, also The Walking Dead Fan geworden bin? Ich muss sagen, Apokalypsen-Szenarien fand ich schon immer sehr, sehr interessant und ich konnte mich da immer sehr gut mit identifizieren und ja, dann war es halt einfach der richtige Zeitpunkt, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, Ferien gehabt, so damals Schulferien und das kam einfach eins zum anderen und ich habe mich in die Serie und in die Schauspieler, in die Charaktere einfach verliebt und dementsprechend habe ich das einfach weiter verfolgt und natürlich auch immer noch stetig am Verfolgen. Genau. Ja, ja, sehr spannend. Ja, das, ich denke, das werden einige von ihren Zuschauern nachempfinden können, diese Art ihrer Aussage und ja, wunderbar. Die nächste Frage wäre, wie oft haben Sie die Serie schon gesehen? Also durchgesehen? Sehr gute Frage. Also ich glaube, mittlerweile müsste ich, wenn ich jedes Mal wirklich bis zum Ende der derzeitigen Staffel rechne, bin ich bestimmt schon bei 7 bis 8 Mal von Anfang bis zum Ende des Schauens. Also heißt, damals, wo halt Staffel 5 rauskam, habe ich halt nur bis Staffel 4 geguckt. Ich denke, ist zu verstehen. Gehe ich mal stark von aus. Und dementsprechend, also ich bin der Meinung, ich hätte da schon einige Stunden gesammelt. Definitiv sehr, sehr oft. Und es wird auch nicht das letzte Mal bleiben. Das kann ich ja, das ist ja wirklich. Also, da muss man sagen, das kann nicht jeder. Das ist schon eine sehr, sehr hohe Anzahl. Respekt an der Stelle definitiv an Sie. Wirklich sehr, sehr starke Leistung. Muss man einfach mal so erwähnen. Ja, die nächste Frage wäre auch: Was halten Sie von The Walking Dead World Beyond? Ja, The World Beyond, das ist ja ein sehr umstrittenes Thema allgemein. Die World Beyond und auch Tales und also alles dahinter ist ja sehr, sehr zerzaust. Also sind sich ja nicht die Leute sehr, sehr einig. Ich denke, da können die Zuschauer auch relaten. Ich bin der Meinung, das, was ich gesehen habe, ich habe die Serie World Beyond noch nicht komplett gesehen, aber ich bin der Meinung, das, was ich gesehen habe, es hat Potenzial gehabt. Das Potenzial wurde leider nicht ordentlich genug ausgeschöpft. Das ist zumindest meine Meinung. Ja, ich verstehe. Ja, ist auch tatsächlich hier und da immer mal ein sehr, sehr kritisches Thema, sage ich mal. Aber gut, ne, was nicht kann, was nicht ist, kann ja noch werden, sage ich es mal so. Dann hätten wir noch eine letzte Frage, beziehungsweise eine halbletzte Frage zu The Walking Dead. Und zwar, denken Sie, dass nach den ganzen Miniserien, beziehungsweise den ganzen Spin-Off, nochmal eine neue Serie gemacht wird? Mit neuen Charakteren, aber quasi, dass die Hauptserie weitergeführt wird. Das ist sehr, sehr
sehr, sehr starke und umfangreiche Frage. Kann ich hier tatsächlich so keine Antwort geben, will ich aber auch gar nicht. Ich denke, das wäre ein ganzes Video wert. Da können auch die Zuschauer natürlich gerne mitentscheiden, ob sich daraus mal ein eigenes Video erstellen soll. Das wäre definitiv möglich. Also in einem kurz zusammengefassten Antwort ist da quasi gar nicht möglich, muss ich sagen. Ja, genau. Ja, das lässt doch auf vieles hoffen. Ich denke, das wird die Fans ja definitiv freuen. Klar, wenn es so eine ausführliche Antwort wäre, dann ist es natürlich schwer, das hier in so einem Interview zu beantworten. Deswegen, das respektieren wir natürlich auch. So, das war's jetzt vorab erstmal mit den The Walking Dead-Fragen, bevor wir aber mit den nächsten Fragen reinstarten. Eine Frage von mir aus. Sie sind ja schon ein sehr perfektionistischer Mensch. Und es kam natürlich sehr oft die Frage, weil es solche Videos nicht auf Ihrem Kanal gibt, haben Sie auch Outtakes? Also gibt es Outtakes, wo mal was schiefgelaufen ist oder was Lustiges passiert ist? Gibt es sowas? Outtakes? Ja, ich habe ein paar. Ja, ja, also ich bin da schon ein sehr, sehr perfekter und perfektionistischer Mensch auch. Ich habe hier und da welche. Ich kann einfach mal so frei sein, wenn das mit meinem Management alles geklärt ist natürlich, kann ich gerne mal euch die Sachen zuspielen lassen. Dann können Sie gerne in diesem Interview hier einblenden. Es sind nicht viele Sachen, es sind eher, ich glaube, 2, 3 Kleinigkeiten, aber für die Zuschauer natürlich können wir das gerne mal machen. Kein Problem. Licht, Kamera, Action, Abfahrt. Marienkäfer retten. Ist das einfach Marienkäfer auf meinem Ringlicht? Dann nehmen wir mal hier so eine Pokémon-Karte. Ja, du Kleiner. Guck mal hier. Nein. Ja. Komm nicht drauf. Ich will dich doch nur helfen. Ich will dich helfen. Mhm. Nein! Komm her. Du willst es doch auch. Ich will dich doch nur helfen. Ich habe schon wieder gesagt, ich will dich nur helfen. Komm, ja, 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 ja. Da ist er. Guckt es euch an. Hallo, Kamerafokus. Sieht man das? Sieht man das? Ja, ich rette mal einen Marienkäfer. Die Verkloppung des Ads. Kann man das so sagen? Die Verkloppung des Ads, Pelletier. Ja, das sind ja tatsächlich relativ wenige, ja, aber wie Sie schon selber sagen, Sie sind ja einfach perfektionistisch und Sie machen Ihren Job ja wirklich sehr, sehr gut. Deswegen, da mache ich mir quasi gar keine Gedanken, dass da mehr Outtakes zustande kommen, sagen wir es mal so. Ja, eine Frage hätte ich persönlich dann auch noch, aber auch gewiss sehr viele der Zuschauer wird das interessieren, und zwar, wie sieht es eigentlich, also Ihr Studio oder Ihr Setup, Ihr Aufnahmebereich, der ist ja eingegrenzt. Was gibt es dahinter? Was ist dahinter? Was ist hinter dem Horizont der Kamera? Ja, also hinter den Kulissen. Ja, was soll ich sagen? Wir sind ja quasi schon hinter den Kulissen, kann ich so sagen. Also das ist, Zuschauer sehen es ja durch die Kamera, das ist Teil meines Setups auf jeden Fall. Mein PC, mein Gaming-PC, gleichzeitig mein Arbeits-PC. Hieran schneide ich die Videos, hieran plane ich die. Skripte werden hier geschrieben, alles wird hier gemacht. Ihr seht das Setup ja hier. Meine PlayStation 5 steht auch dahin. Also ich bin ja leidenschaftlicher Gamer, aber natürlich auch leidenschaftlicher Webvideoproduzent in einer hochqualitativen Ausführung, die es so gar nicht mal so oft hier auf YouTube gibt, muss man einfach an der Stelle einfach mal sagen. Aber auch dazu kann ich natürlich gerne mal einen Ausschnitt zeigen, wenn wir ihn gerade mal abspielen können. Ja, ja. Genau, also man sieht da ganz genau, also das ist quasi die Sicht aus meinen Augen heraus. Also man sieht halt mein Lichtsetup hochprofessionell, ein stinknormales Ringlicht auf Amazon gekauft, eine Softbox selbst präpariert, das kann auch nicht jeder, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ist ein Unikat, definitiv. Natürlich mein Bett, also dieser Bereich, den ihr in Videos seht, Zuschauer, das ist nur ein kleiner Bereich dieses Zimmers. Wie gesagt, der Hauptteil ist natürlich hier einmal mein Gaming- und Schnitt-Setup, aber wie Sie auch hier sehen, einmal mein Bett. Natürlich, ich muss ja auch irgendwann mal schlafen nach den stundenlangen Arbeitstagen, die ich da hinter mir habe. Wie gesagt, Licht-Setup, Kamera, auch mein Skripthalter an dem Stativ ist ein Einzelstück, ist extra für mich angefertigt, ist hochprofessionell. Ist auch nicht einfach nur zusammengeschustert aus irgendeinem Papierhalter oder so. Nein, nein, das ist hochprofessionell zusammengespielt. Also stimmt alles perfekt. Und natürlich auch meine Hemden, die sehen Sie da auch. Genau, da. Und ja, hinten im Hintergrund sieht man noch ein Greenscreen und meine Motorradklamotten. Ich fahre ja auch Motorrad, nebenbei hobbymäßig. Und ja, das wäre so quasi
mein, ja, Behind the Scenes, ein kleines Behind the Scenes. Ja, mehr möchte ich dazu jetzt nicht so unbedingt zeigen, aber ich denke, das war ein Einblick wert, sagen wir es mal so, ne? Ja, das ist doch wunderbar, also das ist wirklich, dass sie uns hier dieses Material zur Verfügung stellen, das danke ich mich nochmal recht herzlich bei Ihnen, das ist ja also. Gut, weiter mit den Fragen der Zuschauer. Wir haben da noch ein paar kleinere, die man hier einfach mal schneller durchrattern kann. Zum Beispiel wurde einmal die Frage gestellt, welche Bedeutung Ihre Tattoos haben, beziehungsweise hast du noch mehr als die, die man sieht, oder willst du noch mehr? Beziehungsweise wollen Sie noch mehr? Ja, meine Tattoos. Was soll ich sagen? Also ja, also zum einen an meinen Armen sind die einzigen Tattoos, die ich Stand jetzt habe. Mein erstes war der Yin und Yang Wolf. Natürlich steht zum einen für Yin und Yang, ich mag Wölfe, das ist das andere Thema. Zweites Tattoo war, glaube ich, dieser Anker hier. Der war ein Freundschaftstattoo mit einer Freundin von mir. Hat keine riesengroßartige Bedeutung. Ist aber halt einfach nur da. Dann das größte Tattoo ist hier diese Zitat aus The Dark Knight vom lieben Joker. I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Lebensmotto von mir. Definitiv großes Lebensmotto von mir. Dann habe ich hier einmal einen unendlichen Knoten oder ein keltischer Knoten, genau gesagt. Der ist aber unendlich, bedeutet Unvollkommenheit, dass wir uns immer weiterentwickeln können und vor allem müssen. Das, was ich mit diesem Kanal natürlich mache, der Kanal ist so stetig gewachsen und gestiegen, also Entwicklung pur. Und dann ein paar Kleinigkeiten. Dieser Geist mit Bu oder Bu, je nachdem, also Daumen runter, Bu oder, also das ist ein Gag. Ein Papiertaschentuch aus dem simplen Grund, ich werde in meinem Freundeskreis gerne mal als Psychologe betrachtet. Dementsprechend habe ich gedacht, hier, man kann einen Gag rausmachen, so Taschentuch hinhalten. Ist ein Insight. Und ein Smiley-Gesicht, ein etwas abstrakteres Gebilde. Aber auch das ist einfach so der Schönheit wegen gemacht worden. Mm. Ja, gut, man muss ja auch nicht für jedes Tattoo eine Bedeutung haben. Und auch Tattoos, das Thema ist ja immer so eine zwiegespaltene Meinung. Aber ich muss, also von meiner Warte aus, ich finde ihre Tattoos wirklich wunderschön. Also, ja, genau, danke. Gut, eine der nächsten Fragen, kurz zu beantworten, denke ich, wäre, welcher Anime ist Ihr Lieblingsanime? Mein Lieblingsanime, ja natürlich, kann ich ganz schnell beantworten, ist Naruto. Ich muss sagen, Naruto gibt mir sehr, sehr viel. Ich habe aber auch eine Top-Liste meiner Lieblingsanimes gemacht, also an die Zuschauer gerne das Video auch mal auschecken. Ich denke, man kann das hier irgendwo gewiss einblenden, das könnt ihr bei euch dann im Schnitt oder so machen. Aber Naruto definitiv sehr weit oben auf Platz 1, definitiv, ja. Mm, ja, ja, natürlich. Ja, also es gibt ja unendlich viele und da hat jeder seine Präferenzen. Aber gut, das ist auf jeden Fall ein guter Verweis, also das Video werden wir auch einfach mal verlinken an der Stelle, wenn Sie da schon eine ähnliche Reihe zu gemacht haben, dann ist es natürlich so dementsprechend leichter. So, kommen wir zur quasi vorletzten Frage. Eine Frage, die sehr, sehr interessiert in den Kommentaren steht unter Ihrem Kanal, wie ich gerne gesehen habe. Ich privat schaue mir natürlich Ihren Kanal auch super gerne an. Auch einmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch für diese Abonnentenzahl nach so einer kurzen Zeit, also ein Jahr und fast 700 Abonnenten. Das muss man auch erstmal schaffen. Naja, ich schweife ab. Gehen wir erstmal zur Frage und zwar, woher haben Sie Ihre Hemden? Ja, Ja, meine Hemden, mein Markenzeichen. Ich habe mir gedacht, bei der Stellung des Kanals, es muss ein Markenzeichen her. Ich bin zwar schon Marke genug, aber ich denke mit Hemd und vor allem auch in Kombination manchmal mit Kappe, ist es ein Wiedererkennungswert und ein Erkennungsmerkmal, eine Marke vertreten. Und ich habe mitbekommen, dass die Hemden sehr gut ankommen in der Community. Es ist ein Hingucker, ein kleiner Gag im Video immer mal wieder, weil sie auch eher sehr farbenfroh und abstrakt sind. Und ja, die Antwort ist ganz einfach, von Amazon. Ja, sind alle von Amazon. Ich glaube, eins, das weiß-blaue, habe ich von Otto bestellt, aber der größte Teil ist von Amazon. Ach, ja, Mensch, das ist ja schneller beantwortet gewesen, als ich gedacht habe. Und das ist ja, ja, also, aber wie Sie schon sagen, Markenzeichen ist definitiv eine große Sache. Man muss auch Wiedererkennungswert haben. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, keine Frage. Gut, kommen wir zur letzten Zuschauerfrage und danach stelle ich noch eine Frage, die mir selber persönlich, also die mich selber persönlich interessiert. Aber erstmal die Frage der Zuschauer. Würden Sie gerne mal einen Walker in The Walking Dead spielen, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten? Ja, definitiv. Ich bin schauspielerisch sehr begabt, sehr interessiert und würde gerne mal eine größere Rolle spielen, mal ein Walker in The Walking Dead. Fände ich auch sehr, sehr amüsant. Ich habe ein großes schauspielerisches Talent. Definitiv würde ich das gerne mal machen. Nicht nur einen Walker. Ich würde auch größere Rollen nehmen. Also größere, kleinere Rollen. Was vielleicht auch durch diesen Kanal vielleicht irgendwann mal möglich wäre. Ich würde definitiv nicht abgeneigt dazu sein. Ja, das ist ja. Ja, das ist verständlich. Man merkt auch hier und da in Ihren Videos, dass Sie da ein kleines Talent haben.
wenn nicht sogar ein großes Talent, um Gottes Willen. Und vielleicht wird es ja auch durch diesen Kanal mal dazu kommen, dass sie irgendwo eine Kooperation diesbezüglich bekommen könnten. Gut, das waren jetzt die Fragen, die sich aus Ihren Kommentaren hervorgefunden haben. Also vielen Dank einmal an die Zuschauer von meiner Seite aus. Sie sind gewiss natürlich auch sehr dankbar über die ganzen Kommentare, nehme ich mal an. Und jetzt zur abschließenden Frage. Und zwar, warum dieser Kanal? Also wie kam es zur Erstellung? Warum wurde dieser Kanal von Ihnen ins Leben gerufen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich bin ganz ehrlich mit Ihnen und dafür ist ja dieses Interview hier auch gedacht, auch für die Zuschauer. Der Kanal, rein kommerziell, ich kann es ja offen sagen. Ich habe diesen Kanal nur mit dem Aspekt eröffnet, früher oder später damit sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Reichweite zu gewinnen. Auch die ganze Interaktion in den Kommentaren mit den Zuschauern. Alles nur quasi erstmal dafür, um eine Community zu erstellen. Nachdem ich groß genug bin, wird die Zeit dafür gar nicht mehr da sein. Und das Geld wird in Übermaßen kommen. Also ich habe da eine Marktlücke entdeckt und genau diese werde ich auch ausnutzen. Also dieser Kanal ist hundertprozentig nur kommerziell gedacht. Und auch die Zuschauer unter uns. Also man braucht sie zwar, aber ich denke, sie wissen, was ich meine. Ich denke, man weiß da was genau. Und ich denke, wir packen gerade mal den Spaß beiseite, oder? Genau, wirklich mal in Anführungsstrichen Spaß beiseite. Denn am Ende von dem Video, was euch hoffentlich gefallen hat, es hat ein bisschen Arbeit gekostet, aber das war es auch, glaube ich, wert. Am Ende will ich tatsächlich mal ein bisschen deepere Worte aussprechen. Und zwar möchte ich zum einen sagen erstmal fetten Dank wirklich an jeden Einzelnen, der diesen Kanal abonniert hat, an jeden Einzelnen, der sich die Videos anguckt, egal was für Themen, an jeden Einzelnen, der einen Kommentar schreibt, an alle Leute, egal um was es sich handelt. Danke. Ich muss wirklich sagen, in diesem einen Jahr, Stand jetzt, haben wir fast die 700 Abonnenten geknackt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, in einem Jahr so viele Leute zu erreichen, aber ich bin einfach happy, Leute zu erreichen, die sich für die gleichen Themen interessieren wie ich und vor allem, die auch darüber diskutieren wollen in den Kommentaren. Die Leute, die Aktivität von euch in den Kommentaren, ich finde es jedes Mal bei den kleinsten Videos, wo ich denke, ach, da schreibt sowieso keiner großartig was. Was ja auch nicht schlimm wäre, um Gottes Willen, ihr müsst nicht kommentieren, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr nichts zu sagen habt. Ich nehme es keinem übel, keine Frage. Aber ich denke mir jedes Mal so, wow, krass, was doch hier für, also wirklich, hier ist schon eine richtige Community entstanden. Und das habe ich gedacht, wäre nicht so schnell möglich. Und ich muss sagen, auch wenn in dem einen Jahr oftmals Videos ausgefallen sind, ich jetzt eine lange Sommerpause hatte und auch weiterhin Videos zu spät, vielleicht auch komplett verschoben werden. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt mal ein Video abzuloaden bzw. aufzunehmen, weil ich weiß, einige von euch wird es interessieren. Und dementsprechend will ich gerade mal kurz dieses Thema anknacksen. Nicht wie in dem, ich sag mal, Sketch-Interview habe ich den Kanal gegründet, um Geld zu verdienen. Natürlich wäre das ein super geiles Nebending. Also um Gottes Willen, wenn ich irgendwann so groß sein sollte, dass ich hiermit gut Geld verdienen kann, holy shit, ich bin nicht abgeneigt. Und keine Sorge, Leute, ich werde euch da nicht vernachlässigen. Definitiv nicht, das wird nicht passieren. Aber der Grund, warum ich überhaupt hiermit angefangen habe. Und zwar ist es tatsächlich ein bisschen zweigespaltener Grund. Zum einen ist es definitiv mein Drang, Wissen, Gedanken oder irgendwas, was sich in meinem Kopf befindet, was in Bezug auf Serien, Filme, natürlich auch Spiele, ist erstmal mitzuteilen. Ich liebe es, über solche Dinge mit Leuten zu reden und ich habe jetzt nicht viele Leute in meinem Familien- oder Freundeskreis, die sich über ähnliche Themen so interessieren wie ich halt. Dementsprechend dieser Kanal hier. Und selbst wenn hier nur 5 Leute jedes Video zusehen würden und diese 5 Leute sich für das Gleiche interessieren und ich diesen 5 Leuten meine Gedanken so mitteilen kann, ich wäre happy drum. Definitiv. Und der andere Grund ist tatsächlich noch vielleicht ein bisschen, also ich glaube, das habe ich auch erst später mal drüber nachgedacht. Und zwar, ich bin mit Serien aufgewachsen, ich bin mit Filmen aufgewachsen, ich bin mit Spielen aufgewachsen. Ich liebe es, Serien und Filme zu sehen, ich liebe es zu zocken. Ich liebe all diese Sachen und vor allem muss ich auch sagen, vor allem, ich sag mal, im Großteil Richtung Star Wars und The Walking Dead, gibt es einfach Schauspieler, die mich in der Hinsicht super geprägt haben. Ob es jetzt ein Hayden Christensen ist, der halt für mich den geilsten Antagonisten des Filmuniversums spielt, Darth Vader, Anakin Skywalker, oder ob es ein Rick Grimes ist, der einfach mit den geilsten Protagonist, beziehungsweise ich sag mal Anti-Hero in der Zombie-Apokalypse spielt, was ich liebe. Ich wurde von diesen Leuten quasi mein ganzes Leben lang begleitet und durch diese Videos hoffe ich, oder habe ich zumindest das Gefühl, kann ich ein bisschen was davon zurückgeben, wie sehr ich
quasi diesen Leuten dankbar bin. Ich sag mal so, ich bin Einzelkind. Vielleicht ist das auch noch ein Ding. Ich bin Einzelkind, deswegen habe ich sehr viele Serien und Filme geguckt. Und überhaupt zu wissen, wo ein Schauspieler mitgespielt hat, habe ich immer das Gefühl zu sagen zu können, okay, hier, das ist mein Respekt an den Schauspieler, zu wissen, dass der in dem, dem und dem Film mitgespielt hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Kanal ist quasi wie so eine kleine Art Respekt zu zollen an all diese Sachen, die mich in meiner Kindheit, in meiner Jugend geprägt haben. Für den einen oder anderen wird das jetzt total bescheuert klingen, absolut verständlich, aber Serien und Filme, natürlich auch, wie gesagt, Spiele, aber hauptsächlich Serien und Filme, haben mich in meinem Leben krass geprägt. Und ich bin jedem Schauspieler bzw. jeder Person dankbar, die eine Rolle in diesem Film oder einer Serie übernommen hat, die quasi mich als Menschen geformt hat. Und ich denke mir, wie gesagt, mit diesem Kanal kann ich ein bisschen was davon zurückgeben. Einfach zu sagen, hier, guck mal, ich freue mich über jede Episode, in der zum Beispiel Hayden Christensen vorkommt. Oder ich freue mich über jede Episode, in der halt Rick Grimes halt vorkommt. Alles Mögliche. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Es gibt unendlich viele. Und jedes Mal, wenn ich dann ein Video dazu mache, wo ich sage, hier, geile Rolle, geil geschauspielert, ist für mich so dieser Gedankengang. Ja, da gebe ich jetzt einfach ein bisschen Empathie wieder zurück. Wahrscheinlich wird der Schauspieler diese Videos nie sehen, geschweige denn verstehen, weil ich mache Videos auf Deutsch. Aber darum soll es auch gar nicht gehen, es geht einfach um mein Mindset in dem Fall. Vielleicht kann es der eine oder andere nachvollziehen. Ich wollte es jetzt einfach mal offenherzig kundgetan haben, damit man auch einfach nachvollziehen kann, warum ich mich manchmal in Themen auch so rein versetze und so energisch mit dahinter bin. Das wäre so das, was ich abschließend zu sagen habe. Nach wie vor vielen Dank für jeden Einzelnen, der auf diesem Kanal die Videos guckt, Abonnenten, alles Mögliche. Und selbst wenn ihr nicht abonniert habt und trotzdem die Videos guckt, ist nicht schlimm. Ich sag zwar immer, abonniert gerne, könnt ihr auch gerne machen, keine Frage. Aber wie gesagt, ich freue mich einfach über jeden Kommentar, über jede Person, die dieses Video guckt oder die Videos guckt, bin ich mega happy drüber. Und deswegen will ich jetzt auch wirklich nicht noch länger labern und sagen, danke für mittlerweile ein ganzes Jahr Couchtime, natürlich mit Pausen. Und ich hoffe, wir werden noch viele, viele weitere Jahre Couchtime haben. Vielleicht mit mehr Videos, vielleicht mit weniger Videos. Solange ich und ihr dabei aber glücklich seid, läuft das Ding doch, oder? So, und jetzt abschließend nur noch gerne sagen, lasst gerne einen Kommentar da und natürlich ein Abo, wenn ihr es wollt. Nein, Spaß. Gerne mal eure Meinung zu diesem Ganzen hier. Ich, wie gesagt, das war jetzt ein bisschen aufwendiger, aber um Gottes Willen, ich habe mich jetzt hier auch nicht tot gearbeitet, also keine Sorge. Deswegen will ich auch jetzt nicht länger rumlabern. Ich sag's mal ganz ehrlich, ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ich euch im nächsten Video wiedersehen könnte, also imaginär wiedersehen könnte. Ich dann natürlich selbstverständlich auch nach über einem Jahr mittlerweile auf derselben alten Couch wieder. Ne? Aber bis dahin, Leute, ihr wisst Bescheid, bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.